Welche Möglichkeiten für ein Anschlussstudium an einen Bachelorstudiengang gibt es? Es gibt prinzipiell verschiedene Möglichkeiten vorzugehen. Die erste Möglichkeit ist, man studiert innerhalb eines konsekutiven Masterstudiengangs. Das heißt also, ein Masterstudiengang besteht dann aus einer Bachelor-Master-Konstellation, die sozusagen durchstudiert werden kann. Das ist, sage ich mal, am ehesten zu vergleichen wie früher ein Diplomstudiengang, wo mir mein Vordiplom noch keine Berufsqualifikation ermöglicht hat. Die zweite Möglichkeit ist, ich studiere einen bestimmten Bachelorstudiengang und wechsle danach zum Beispiel die Hochschule und gehe zu einem anderen Masterstudiengang, der irgendwie, für den ich auch Qualifikationen habe, der also irgendwo fachlich, thematisch damit in Bezug steht.